Servus Leute und willkommen zurück zu Tropico 5. So. Hola. Wir sollen jemanden neutralisieren, würde ich sagen. Einen Rebellen. Ich bin so wütend. Oh, verdammte Rebellen. Ja gut, dann haben wir zumindest wieder ein paar Rebellenanführer zu neutralisieren. Ist ja schon mal was. Warum greifen die meine Mine an? I don't get it. Meine Soldaten machen das schon, oder? Wieso haben die die Mine als Ziel und laufen dann dran vorbei? Ich muss das nicht verstehen. Ah, auf der Uni in Tropico. Daran so, was wollten wir denn jetzt machen? Das ist ja alles hier klar, ne? Die haben alle ihr Dreierbudget, dass wir das gut situiert haben. Und hier haben wir so ein bisschen die Armen. Hier ist ja auch alles arm in den Mietskasernen. High Quest. Mein guter Freund, der an Entschuldigung, musste mich mal kurz räuspern. Okay, jetzt muss ich aber einmal töten davon. Well done. Es hat zwar nichts gebracht. Ja, außen haben wir das Land ist offiziell in einer Wirtschaftskrise, aber wir schätzen ihre Bemühungen. Sogar der Obstmarkt ist deswegen zusammengebrochen. Lassen Sie uns etwas anderes versuchen. Okay, schlecht. Was nehmen wir jetzt hier? Nehmen wir mal den mehr Außenhandel. Vielleicht bringt uns das ja was. So, ich mache das jetzt mal so. Einen töten, damit wir die Quest erfüllen. Wir haben die Chance, den Ausgang. Ja, Wahlen können wir gewinnen. Nein, nein, nein. Und die anderen werden verbannt. Ich grüße Sie. Ich muss halt den nochmal. Och, oh, Moment, das waren gar keine Rebellenanführer. Das Wahlergebnis. Oh nee, der ist noch nur noch nicht beseitigt, ne? Oh, okay. Präsidente. Ich zittere. Oh. Sie zittern. Alle zittern. Verdammt! Wo ist das? Scheiße! Nein! Nicht die gute Bibliothek! Shit. Das ist jetzt nicht so gut. Ach, unser Kraftwerk läuft. Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Zeig okay, ein mein Landhaus und meine eine Bibliothek wurden zerstört. Okay. Reparieren, wieder aufbauen. Die Bibliothek wird auch wieder aufgebaut. Wurde noch was beschädigt? Ach, hier hinten. So, reparieren wir das Sägewerk mal noch. Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Noch so ein Rebellenanführer. Gut, wir haben gerade 17.000, das wundert mich gerade etwas. Wir können mal noch die Luxusvilla hier vervollständigen. Dann haben wir den Riegel schon mal fertig. Das lasse ich mal noch. Ein neues religiöses Gebäude brauchen wir. Haben wir gerade Religionszufriedenheit? Wo ist denn die? 47. Könnte besser sein. Ich baue mal noch irgendwo eine katholische Mission. Ich weiß noch gerade noch nicht wo. Ach ja, Moment. Wir haben ja jetzt unser Ach, unser Stromnetz ist aber ganz gut soweit. Okay, da brauchen wir also nichts upgraden. Ich baue nur hier vorne mal noch ein Umspannwerk. Damit wir hier vielleicht Ja, verstecken wir das mal hinterm Wachturm. Damit wir da unten auch noch Strom haben. Ist noch so ein Typ. Wie viele Rebellen hier auch rumlaufen. Vor allem hier mitten im Wald. Was will der da? Okay, was könnten wir denn gerade brauchen? Bergwerk nicht. Okay. Eine Schmuckfabrik bringt uns gerade recht wenig. Produziert Schmuck aus Gold. Wobei, das wäre eigentlich mal eine gute Anlage, ne? So eine Schmuckfabrik. Braucht halt 50 Strom, das haben wir aber. Das ist nicht das Problem. So eine Schmuckfabrik. Wir könnten jetzt natürlich anfangen zu elektrifizieren, die Häuser. Alter, wie viele noch? Aber es sind keine Rebellenanführer, ne? Wo sind denn dann die Rebellenanführer? Ich meine, das würde man ja sehen, wenn der rumläuft. Mehr Handel? Ein Trockendock mit allen Verbesserungen. Was bist du? Religiöse Anführer. Okay, erstmal töten. Nee, Gottes Willen. Wo ist denn dann der Rebellenanführer? Der, die, das Rebellenanführer. Wer ist das? Guten Tag. Kapitalistenanführer. Ach, das sind diese blauen Symbole, ne? Jetzt check ich das erst. Guten Abend. Kommunisten. Das ist der religiösen Anführer wieder, glaube ich.
Ich finde den gerade nicht. Aber gut, der wird schon irgendwo rumgurken. Vielleicht finden wir ihn mal. Okay. Irgendwann. In 300 Jahren. Oder kann man das irgendwo nachschauen? Moment. Wie sieht denn das aus? Politik. Ach so, es gibt nur drei bekannte Rebellen. Hola. Aha. I see. Das muss man also erst entdecken, diese Rebellen. Alter, 38.000 Exporte. What the fuck? Hilfe. Gut, dann haben wir das also schon mal. Jetzt ist die Frage, was könnten wir uns denn mal leisten? Ich glaube, Bank und Zollamt wird das nächste sein. Ich kann es nur leider hier nicht hinbauen, das stört mich etwas. Aber gut. Ist aber auch ein blödes Gebäude. Bank kann mal hier hin. Das Zollamt kann vielleicht sein, dass das hier reinpasst. Ja, perfekt. Bank und Zollamt sind die nächsten Gebäude, die mal kommen. Dann kann hier mal eine kleine Gartenanlage rein. Und hier auch so einen kleinen Park. Also ich mag den See nicht sonderlich, der gefällt mir nicht. Aber so kann man das machen. So, haben wir hier das... das ist natürlich... Das kann man ja überhaupt nicht anbieten hier. Mach das jetzt so, dass ich hier einfach... Ich könnte jetzt hier nochmal so ein Ding reinbauen. Na ja, komm, machen wir es so. Haben wir hier so eine Reihe. Okay, hier weiß ich gerade nicht, was ich da reinbauen soll. Da müsste mal irgendwas noch rein, aber ich habe das... Weiß nicht. Jetzt müssen wir erstmal das alles fertig bauen. Und dann schauen, dass wir unsere unsere Zufriedenheit wieder ein bisschen hochtreiben. Unterhaltung 42, Wohnraum 41, 42. Okay, wir haben weniger Obdachlose. Das geht jetzt also ein bisschen besser. Aber immer noch ziemlich viele. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da wirklich dann alles voller Mietskasernen klatschen sollen. Oder ob wir da irgendwas anderes brauchen. Ich mache jetzt das trotzdem mal. Dass ich erstmal so ein paar neue Mietskasernen baue. Die man jetzt auch sogar wunderbar hier verbinden kann. Perfekt. Das Straßensystem ist manchmal ein bisschen seltsam hier. Ich weiß, ich baue momentan sehr rechteckig. Das habt ihr ja schon geschrieben, dass das nicht so schön ist. Ich weiß. Deswegen werde ich das auch versuchen, mal ein bisschen anders zu bauen. Das Problem ist halt, wenn man ein bisschen effizient bauen möchte, ist das halt nun mal die erste Wahl hier, ne? Das eckig zu bauen. So. Die Frage ist, die Schmuck... ich glaube, wir haben schon wieder zu viele Baustellen. Kann das sein? Ja, hier wird immer noch aufgebaut und alles drum und dran. Müssen wir mal ein bisschen verbessern. Jetzt schaue ich mal kurz. Unterhaltung, warum ist die so schlecht? Die Taverne hat eine ziemlich schlechte Qualität hier. Warum? Aber Unterhaltung können wir gerade auch nicht viel mehr bauen, ne? Wir könnten noch eine Taverne bauen, aber... Ach, weil die Schönheit nicht so ist, ne? Weil hier drüben ist die Schönheit nicht... Ja, ich merke schon. Die Schönheit ist dank dem Industriegebiet hier nicht so perfekt. Das heißt, wir werden vermutlich das Industriegebiet irgendwann verlegen müssen. Hilft ja nichts. Bauen wir mal hier noch eine Taverne und ein Restaurant hin. Ich weiß nur gerade nicht wo. Soll ich das hier hinbauen? Bin mir nicht sicher. Ja, komm, direkt daneben mal. Passt schon. Hier könnte man theoretisch noch eine Straße durchziehen. Ob ich das will, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Obwohl doch. Da ziehen wir nochmal eine Straße durch. So. Ein brillantes politisches Kabinettstück. All unsere Probleme sollten jetzt gelöst sein. Mit der Betonung auf sollten. Meine Ratgeber glauben, das Problem liegt darin, dass die Leute Angst vor der Angst haben. Das muss aufhören. Wir brauchen jemanden, der ihnen das erklärt. Können Sie einen Ihrer Experten entsenden? Das ist eine gute Frage. Familienmitglied entsenden und zu stehlen ist auch gut. Der arme Penultimo, der wird immer fertig gemacht. Ich mach das mal. Ich bin gespannt. Penultimo hat hervorragende Arbeit geleistet. Was ist mit dem falsch? Der ist doch krank.
Ich merke, wir haben 42.000 und wissen nicht, wohin damit. Ich baue mal ein Casino. Beste Idee. Hierhin? In der Luxusunterhaltung ist das vielleicht nicht so praktisch. Bauen wir es hier hinten hin. Direkt neben der Universität ist doch perfekt. Ich nehme jetzt aber mal so, mache jetzt aber mal so ein bisschen wie nennt man das? WTF. Erstmal werden die elektrifiziert, die Luxushäuser. Erstmal kommen natürlich die Top 4 Häuser dran hier. Dann kommt High-Auto speichern. Und dann kommen die gut situierten Landhäuser hier dran. Ich weiß nur gerade nicht, wie viel haben wir denn gerade Verbrauch? 70. Die Schmuckfabrik ist aber auch noch nicht fertig. Jetzt aber. So, jetzt haben wir einen Verbrauch von 120. Können wir uns noch ein bisschen was leisten, glaube ich. Glaube ich, what the fuck. So, ich kann mir das noch upgraden. Das bringt uns nichts mit jeder weiteren Schmuckfabrik in der Umgebung. Das bringt uns noch nichts. Das können wir mal bauen. Mache ich erstmal upgraden. Upgrade-Runde hier. Das mache ich lieber nicht. Aber das kann man machen. Betriebsvergrößerung. Das kann man auch machen. Und hier... Das können wir auch machen. Dann haben wir recht wenig Geld übrig, aber das passt schon. Das lasse ich mal noch, weil ich nicht weiß, ob ich genug Ressourcen habe, um das zu füttern dann im Endeffekt. Alter, schon wieder 24.000. Ich beschwere mich noch, dass ich kein Geld habe, ne? Dann fangen wir mal an, hier zu elektrifizieren. Das dürften wir uns noch leisten können. Die Armen werden dann vermutlich keinen Strom mehr bekommen. Zumindest die Landhäuser nicht. Hier ist schon elektrifiziert. Hier wird elektrifiziert. So, wie viel haben wir denn? 250. Das ist nicht sehr gut. Vor allem können wir es auch nicht upgraden. Das geht erst in der nächsten Ding dann. Können wir die denn elektrifizieren? 50 Megawatt. Wie viel haben wir denn noch Kapazität? 270 haben wir gerade. Das Casino braucht ja auch noch was. Ich hoffe, das reicht noch. Werde ich gleich wissen. Alter, wir haben gerade so viel Geld. Was ist denn falsch? Was brauchst du an Strom? 50. Wie viel haben wir denn jetzt? Uäh, Hilfe. Okay, das ist irgendwie noch nicht registriert worden, dass das Casino arbeitet scheinbar noch nicht, oder? Doch, das arbeitet doch schon, hä? Ah, jetzt ab 320. Braucht nur ein bisschen, bis es aktualisiert wird. Dann haben wir noch 80 frei. Das ist nicht sehr viel. Wir könnten jetzt natürlich das noch upgraden, elektrifizieren, aber da ist halt das Problem, dass wir nur eins elektrifizieren können. Will ich das? Oder will ich lieber das ein bisschen auf Reserve halten? Ich glaube, ich halte mir das lieber auf Reserve. In Russland hat die große kommunistische Revolution begonnen. Unglücklicherweise mit überragendem Erfolg. Nun gibt es keinen mehr, gegen den sie protestieren können. Das ist der Nachteil einer Revolution. Deshalb versuchen sie, sie zu exportieren und geben Bruderstaaten wie uns dabei einen Rabatt. Bezahlen sie 10.000 aus der Staatskasse, um die kommunistische Revolution zu importieren. Nein, da wir eine Oligarchie nehmen wollen, wäre Kommunismus da eher eine schlechte Wahl. 100.000 heulende Höllen... Leck mich. Entschuldigung. Was ich jetzt mal machen kann ist... Moment. Die Staatsschulden verringern. Dann zahlen wir nämlich da schon mal nichts. So. Das wollte ich machen. Dann haben wir nämlich die Zinsen weg. Wir könnten uns zwar dann, wie gesagt, verschulden und da kurzfristig mal Geld ausgeben, aber das ist nicht so Sinn der Sache, glaube ich. Ich glaube, ich baue hier hinten nochmal eine Kirche hin. Einfach wegen der religiösen Zufriedenheit. So, ihr werdet fertig. Das ist perfekt. Hier können wir nochmal eine Straße reinziehen. Dass das nicht so leer aussieht. Und einen Park will ich jetzt auch nicht reinziehen. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Sind die Kliniken noch... Haben die noch Kapazität? Unter 30? Ja, die haben noch ein bisschen Kapazität. Allerdings nicht sehr viel. Wird sich bald erledigen, vermutlich. Hinten war gerade ein Rebell. Der sitzt in der Kirche. Nein, nein, nein. Kommunistenanführer, Kapitalistenanführer. Ich würde auch gerne den Rebellenanführer mal sehen. Ich habe gerade too much money. Das stört mich ein bisschen. Komm, schnell bauen hier. Hauen wir das Geld doch mal raus. Das kann ich noch nicht upgraden. Was kann ich denn gerade überhaupt upgraden? Dann schauen wir da doch mal durch. Ich meine, hier geht nichts. Hier habe ich schon abgegradet. Nehme ich mal das noch. Ich meine, dann hauen wir einfach mal das Geld raus, das wir gerade haben, um das zu
das hier zu... ja, aufzurüsten. So, da kann man nichts mehr upgraden, da kann man auch nichts upgraden. Ich habe gerade eine Quest bekommen, sehe ich. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Nach Meinung der Militaristen sind ihre treuen, sie liebenden Untertanen sehr traurig, wenn sie keine wenn sie keine Verordnungen erlassen. What the fuck? Wie wir davon sprechen, wo wir davon sprechen, wie wäre ein militärischer Drill? Ja, können wir mal machen. Was bringt uns das genau? Können wir mal lassen. Wir haben sie ja. Okay, hier kann ich nichts upgraden. Da nicht. Ich schaue das jetzt einfach mal durch, dass wir das alles, was wir haben, gerade abgegradet haben. Ich könnte natürlich mal bei zwei... Das mit den neugeborenen Trakten mache ich mal noch nicht. Das spare ich mir dann nämlich bei den... Warum haben wir so wenig Beruf bei den Alliierten? Okay. Ist egal. Das mit den Geburtentrakten, da mache ich noch nicht. Das spare ich mir später für die großen Krankenhäuser auf. Das, glaube ich, ist effizienter. Das nehmen wir nicht, weil sonst kriegen wir die ganzen Exporterlöse aufs Schweizer Nummernkonto. Das bringt mir rein gar nichts hier. Das können wir noch upgraden. Dann ist die nämlich besser. Da können wir noch eine... Das können wir noch upgraden. Wie gesagt, ich leiste mir das halt jetzt, weil dann müssen wir es später nicht machen. Dann haben wir jetzt erstmal einen Boost an Zufriedenheit hier. Normalerweise. So, das ist alles elektrifiziert. Gut. Alter. Das ist upgraded. Das kann man nicht upgraden. Da ist die Gemeinschaftshilfe noch nötig. Und hier die Forschungsprojekte. Gut. Das kann man nicht upgraden. Okay. Dann haben wir das erstmal. Ich brauche jetzt aber dann vermutlich ein zweites Kraftwerk. Das kann ich ja nicht upgraden, leider. Ich muss ja trotzdem irgendwie schauen, dass ich meine... dass ich die Umgebung so ein bisschen schöner gestalte, ne? Haben wir hier vielleicht einen mit dem grünen Daumen noch? Effizienz der Militärgebäude. Das könnte man mal hier unten bauen. Na, hier unten einstellen, den Typen. Den General. So. Ich würde aber gern zum Beispiel im Restaurant oder am besten, wie gesagt, gleich in der Taverne einen... Erhöht die Zustimmung der Arbeiter für das Regime um 1. Das können wir mal bei... Ne, da haben wir einen Gewerkschafter schon drin. Okay. Können wir mal bei der Rumdistillerie machen. So, das kann der. Das können wir mal hier einstellen bei der Erfinder. Wir haben noch einen Aufrührer, den können wir mal hier drüben einstellen. Der kann da ein bisschen rühren. Ich weiß, das war schlecht, der Witz. So, der Tycoon ist ja Effekt aufs Höchstbudget. Das bringt mir nicht so viel. Es wäre vielleicht hier ganz nützlich. Für die Kliniken, die Tycoons, ne? Weil ich meine, die sind ja auf Höchstbudget. Das sollte uns dann also doch was bringen, auch wenn es so recht unlogisch ist, einen Tycoon in ein Krankenhaus zu stecken, aber das scheint ja zu funktionieren irgendwo. Ei, ei, ei. So, was bringt der Vorarbeiter? Effizienz steigt und Arbeitsqualität sinkt um 10. Das ist nicht sehr gut. Ach du Gott, das... Ach du Heilige. Moment. Was ist denn hier die Arbeitsqualität? 30. Ja. So viel zum Thema. Machen wir das mal so. Damit unsere Leute zufrieden sind, geben wir einfach mal Geld aus. Hier ist die Arbeits... Alter, die Arbeitsqualität hier ist ja perfekt. Die Welt befindet sich im Krieg. Militärbasis haben wir schon. In Europa braut sich etwas wirklich Großes zusammen. Pläne für gewaltige Schlachten und Operationen mit Codenamen. Das sind keine Sandkasten. Okay, das kennen wir schon. Ich möchte nur mal anmerken, seit wann liegt Iwo Jima in Europa? Und ich mache das nicht, weil ich nichts von beiden brauche. Ay, caramba! Wir haben wieder einen Rebell. Weg mit dir, mein Freund. Es ist allein mein... Wie kann ich helfen? 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente.
Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Die Unruhen in den Straßen werden schlimmer. Ich vermute, dass es Verdauungsstörungen von der schlechten Suppe sind. Suppe ist ganz schlimm. Wir müssen die Menschen beruhigen, bevor sie etwas tun, das sie bereuen. Okay, es gibt also einen Aufstand. Ja, ich glaube, weil ich die Rebellen so oft verbanne. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ist nicht sehr gut. Zufriedenheit liegt bei 72% und die sind einfach am Putschen. Das finde ich natürlich auch toll. Rebellenbedrohung hoch. Aber wir haben auch eine hohe Militärloyalität. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, was ich dagegen machen kann, weil ich kann die verbannen, aber das steigert im Endeffekt nur die Bedrohung. Seht ihr, ja? Das ist ein bisschen doof. Ich bin so wütend. Ja, ja. Ich mache jetzt aber mal einen Cut. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, servus.